Möchtest du wissen, wie du dein Bügeleisen in nur 30 Sekunden reinigen kannst mit einem Geschirrspültab? Dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Denn wahrscheinlich kennst du es auch, dass das Bügeleisen mit der Zeit deutlich verschmutzt ist, so wie du es bei mir hier sehen kannst. Doch anstatt dich jetzt daran zu machen und es mühevoll zu schrubben, gibt es einen viel einfacheren Weg. Und alles, was du dafür brauchst, ist ein solcher Geschirrspültab. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Alles, was du im ersten Schritt tun musst, ist dein Bügeleisen einmal einschalten. Denn dadurch ist die Reinigung schon deutlich einfacher. Dann brauchst du noch einen herkömmlichen Geschirrspültab und beginnst mit diesem jetzt langsam über dein Bügeleisen zu reiben. Und wie du hier bei mir sehen kannst, geht das meiste, was wir an Verschmutzung am Bügeleisen haben, dadurch schon ab. Vielleicht musst du an manchen Stellen noch etwas mehr Druck aufwenden, damit es dann wirklich abgeht, aber es sollte durch das bloße Drüberreiben mit dem Geschirrspültab schon gut funktionieren. Nimm danach einen feuchten Lappen und wische einmal drüber. Denk aber dran, das Bügeleisen ist noch heiß, warte damit also vielleicht ein wenig. Für die kleinen Löcher kannst du jetzt perfekt einen solchen Q-Tip benutzen. Den kannst du entweder etwas nass machen oder du kannst auch ein wenig Essig dran machen, dann funktioniert es noch etwas einfacher. So gehst du jetzt durch die ganzen einzelnen Löcher und dann kannst du hier gleich bei mir auch schon sehen, dass der ganze Dreck dadurch am Q-Tip haften bleibt und du dann eben auch keine Verschmutzung mehr in den Löchern hast. Und so kannst du ein Bügeleisen wirklich auf einfache und schnelle Art und Weise wieder reinigen. Möchtest du jetzt noch einen weiteren Trick kennenlernen, mit dem du dein Badezimmer so einfach wie noch nie zuvor gereinigt hast, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.